Hallöchen, ja, ich nochmal mit dem Netzteil. Das hier war ja ein Reinfall. Habt ihr ja das Video heute gekriegt, das habe ich aber gestern fertig gemacht. Nur heute Morgen noch den Rest ediert da. Ich habe da über 2,5 Stunden Video rausgeschnitten. Das IC würde ich kriegen, heißt jetzt LM723. Ich habe geguckt bei Amazon, also 5 Stück für günstig Geld würde ich erst in circa 4 Wochen kriegen, das wird zu lang. Und bei eBay, ja, ist eigentlich viel zu teuer. Über 1 Euro das Stück ist eigentlich auch noch zu teuer. Ich habe es bei Reichelt noch gefunden, aber über 5 Euro Versand wegen ein oder zwei kleine ICs, nee, sorry, das mache ich nicht. Und ich habe ja gesagt, ich mache sowieso was anderes. Und zwar setze ich da einen Step-Down-Regler rein, ich glaube 40 Volt oder was in und dann im 12 Volt out. Das reicht völlig, das mache ich nur auf der 12 Volt Seite, die 5 Volt Seite lasse ich so. Wie ich das jetzt genau mache, muss ich mal gucken. Ich bereite das schon mal so weit vor, mache mir Gedanken, wie ich es mache, wie ich es da reinsetze. Denk mal. Ich weiß nicht, ob ich das mit Schrauben machen kann, ob ich da Dings reinsetzen kann. Wo habe ich eventuell die Kiste jetzt? Mit Schrauben, da habe ich hier PC-Schrauben, so mit diesen Abstandshaltergedönse und solche Schrauben und Isolierdings. Eventuell nehme ich davon was. M3, ich weiß nicht, wo ich mein M3 Gewindeschneider hab, dann hätte ich gesagt, ich bohre hier 2 Löcher rein und setze es da drauf, aber ich habe das Ding jetzt sowieso schon irgendwie total versaut in Anführungsstrichen. Macht nichts, ich setze das da jetzt irgendwie drauf. Ich guck mal, da sind 2 Löcher. Vielleicht kann ich da so reinbohren oder nee, ich weiß nicht, wie ich das mache. Vielleicht hier. Ich müsste eigentlich noch den einen Elko da. Ne, ich brauche am Ausgang einen Elko. Obwohl. Er hat ja einen Elko. Ja, ich habe Eingangselko, ich habe Ausgangselko, ich brauche keinen Elko. Mal gucken, ob ich da irgendwie so Löcher reingebohrt kriege. Und wie ich das festmache oder ob ich das wirklich da mache. Obwohl, da ist es ja schon fast einfacher. Muss ich bloß ein paar Kabel rüberpacken. Ich mache mir mal gleich mal Gedanken darüber, wie ich das am blödesten mache. Und vielleicht bestücke ich die 12 Volt Seite nochmal wieder zurück. Ich habe ja hier noch den alten 78012 für die LED-Anzeige vorne. Reicht dann. Und mach's dahin, wie auch immer. Ich schau mal. Irgendwie werde ich das schon machen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich so weit bin, sage ich mal so. Also bis gleich. Ich habe das jetzt erstmal wieder so weit hier original zusammen. Da ist noch der alte 7812 drauf. Wieder den Elko, die Sicherung wieder umgesetzt, hier nach vorne, unten gebrückt. Und da ist das Ding angebaut. Der Step-Down-Regler. Den habe ich hier auf den 12-Volt-Pin verlängert, auf Out, Ground ist durchverbunden, also in Minus und Out Minus ist dasselbe Ground. Habe ich da unten da angelötet, da ist der Plus, der geht da rum und dann ist der Minus, der kommt direkt aus dem Trafo, der geht ja auch hier rum. Da, wo ich die Sicherung erst reingebaut hatte, nachträglich, habe ich das wieder gebrückt. Ich habe sie wieder zurück auf das gleiche gesetzt. Hier sind diese Abstandshalter, wie ich vorhatte. Ich musste nochmal andere Schrauben nehmen, weil die ich nehmen wollte, da sind die Köpfe zu groß. Die würden hier eventuell von dem Schaltregler auf den In-Plus eine Verbindung machen. Das habe ich jetzt nicht. Da habe ich eine kleinere, also eine andere Schraube genommen und keine Unterlegscheibe. Geht nicht anders.
Und ich musste hier ein bisschen was unterfüttern, weil die Schrauben einen halben Millimeter zu lang waren oder so. Ja, da habe ich die nochmal hier ein bisschen gereinigt. Den habe ich jetzt da dran gelassen. Also ist mir egal. Ich werde jetzt hier gleich nochmal ein bisschen Dings kreppern und da machen. Ich habe mein Captain Tape leider noch nicht gefunden. Es macht aber nichts. Mache ich ein bisschen kreppernd unter so, dass es ein bisschen geschützt ist, dass ich das da nirgendwo richtig reinpieken kann. Die 230 Volt sind auch da, die sind auch relativ weit weg. Hier ist noch der Fake Ground, die, ja, die Erdung, die geht über zwei Kondensatoren von L1 und L1 und N. Hier mit drauf über zwei Kondensatoren. Ich meine, das waren X-Kondensatoren, weiß ich nicht. Hier ist nochmal ein X-Kondensator zwischen L und N nach der Sicherung. Also es kommt erst die Sicherung und dann kommt alles andere. Bis auf den N oder ein L oder sowas, was auch immer. Wenn die mal irgendwie Durchgang kriegen sollten hier, dann fliegt der FI und dann ist gut. Aber der blaue ist auf alle Fälle ein X-Kondensator. Und die anderen da. Ich kann es nicht genau sagen, ist es X oder Y? Es könnten sogar Y-Kondensatoren sein. Das kann ich jetzt aber nicht genau sagen, weil ich es nicht genau erkennen kann. Aber es sind schon vernünftige Kondensatoren, das sollte nichts ausmachen. So, da muss ich jetzt nur noch wieder in das Metallding reinschrauben, dann in den PC. Aber bevor ich das in den PC mache, muss ich erstmal die 12 Volt hier einstellen und messen. Das werde ich dann gleich nochmal mit euch zusammen machen. Aber erstmal in das Metallding schrauben und dann machen wir das andere gemeinsam nochmal kurz. Ich hoffe, kurz. Ihr wisst, wie das ist. Mal auch einmal eben schnell kann einmal eben 3 Stunden werden. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, das brummt jetzt nicht mehr im Ton. Ich habe das jetzt schon soweit verkabelt und alles. Bis auf den Stecker, den habe ich noch nicht drin. Multimeter. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich stecke da jetzt den Strom hinein. Ich habe auch noch mal dreimal kontrolliert mit der Elkos. Ja, die sind richtig rum. Es geht schon mal eine Lampe an. Und Ausgangsspannung sind wir bei 20 Volt. So, die muss ich jetzt erstmal ein bisschen einregeln. Man kann das ja, glaube ich, sehen. Ticken zurück. So. Und jetzt mache ich noch die elektronische Last mit dran. Da muss ich jetzt mal Strom reinsetzen, habe ich jetzt vergessen. So. Jetzt sind wir bei 11,92 off. Jetzt gehe ich mal auf, das soll theoretisch 3 Ampere können. Nee, Mano, bleibt da drauf. So, 1 Ampere, ich schalte ein. Das ist ein bisschen wenig. Mann, bleibt da drauf. Meine Güte. Haben wir die wenn das Ding 1 Ampere zieht. Jetzt gehen wir mal auf 600. Passt.
10 Milliampere. Sollte passen. Oh, machen wir hier so 400 Milliampere. Passt. Also Spannung habe ich, wenn ich jetzt ausschalte. 12 Volt. Mit ein bisschen Last geht es ein bisschen runter. Passt. So, das funktioniert. Jetzt habe ich hier noch bei der LED 12 Volt über den Widerstand unbelastet 12 Volt am 78012. Das wäre, das müsste die der Ground. Wo kriege ich jetzt die 12 Volt her? Das sind die 24 Volt. Der macht auch genau 12 Volt, der 7812. Ja, der hier noch drauf ist. Der ist aber nur noch für die LED, nicht mehr für das andere. Die 5 Volt. Da hat er 12, das ist dann nämlich der Widerstand für die LED. 5,14. Unbelastet. Das gefällt mir nicht so ganz. Machen wir nochmal aus. Stecke ich das mal um auf die 5 Volt. Dann muss ich den hier. Ziehe ich noch mal raus da. So, auf die 5 Volt stecken. Masse ist das gleiche. Masse wieder. So, daran, aber keinen Kurzschluss machen. So. Schalten wir das noch mal ein. 5,12 sagt er mir. So 50 mA, was hatte ich gesagt? Er zieht ja so 2 Ampere. Jetzt habe ich keine Spannung. Off. Hä? Bin ich 5 Volt kaputt? Komma 1 18 18. Habe ich einen Kurzschluss. 5,14. Volt passt. Und Leerlauf 5,14. Das passt, ist doch okay. Hier ist noch so eine Art Brücke. 5,14. 0. 5,14. 23,99. Da kommt nichts.
24 Volt Wechselspannung, 18 Volt Wechselspannung, da kommt nichts. So, das passt. Gehen wir mal raus. Jetzt will ich noch mal die Wechselspannung messen. Die muss ich dann hier am Stecker direkt machen. Ja. Das passt doch nicht. 10,2, ja, ist okay, gut, also Netzteil funktioniert, ist jetzt eingestellt auf 12 Volt, denke ich mal, kann es noch mal messen, out, kann man sehen. Ja, das passt. Das passt. So, das muss ich dann nur noch in den PC einbauen. Und schon habe ich ein Netzteil. Beziehungsweise, da habe ich das Netzteil erstmal so, dass es ein ganzes Ende besser funktioniert. Also nicht mehr so viel Strom in Hitze verwandelt. Der sollte das nicht mehr machen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht gebrummt im Ton. Ich weiß nicht, warum das gebrummt hatte in dem anderen Video. Das tut mir wirklich leid. Ich bin hier eigentlich auf Akkubetrieb und trotzdem brummt das. Ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Es war eigentlich nur Akku. Es hatte keine Verbindung zu nichts. Außer mit der Hand. Weiß nicht, warum das gebrummt hat. Gut, aber Netzteil ist jetzt soweit wieder fertig. Und das hier war nochmal für den Elektronik. Ja, das war eben eine Basedelei, wo ich gedacht habe, das ist doch gar nicht so verkehrt, mal ein 7812 selbst zu bauen, beziehungsweise ein Spannungsregler. Im Endeffekt ist das ja nur ein einstellbarer Spannungsregler, der hier dem LM317 müsste das sein, gleicht. Den kann man ja auch einstellen. Vorteile hat das nicht großartig von der Rippelspannung, die da rauskommt. Ja, vielleicht, weil die ganz, ganz gering ist. Und wenn ich sage, der Transistor hier drauf, wo ich das hier getestet habe, wurde zwar heiß, aber nicht so heiß wie der hier. Gut, der ist irgendwie defekt, der macht irgendeine komische Sache, wenn der heiß wird. Kann sein, dass er dadurch viel heißer wird, als er sollte. Aber wirklich Vorteile hat das jetzt auch nicht. Es war jetzt halt nur eine Sache, die wollte ich einfach mal bauen, weil ich die Sachen da habe. Den 7812 hätte ich extra bestellen müssen und für ein IC 6 Euro Versand bezahlen oder für einen so einen Spannungsregler 6 Euro Versand ist mir einfach zu viel. Auch die ICs kriege ich bei Reichel zum Beispiel für 78 Cent das Stück, nicht den 100 123, den L123, das ist ja der LM723, würde ich für 78 Cent da kriegen. Aber es lohnt sich nicht. Da muss ich schon ein bisschen was mehr bestellen, aber dafür habe ich nicht das Geld, um eine größere Bestellung zu machen, dass sich das lohnt, hier ein paar ICs, ein paar Spannungsregler und so weiter zu bestellen. Das Geld habe ich nicht. Nicht wirklich übrig. Da sind andere Sachen ein bisschen wichtiger, die mich da ein bisschen mehr voranbringen, als jetzt einen Spannungsregler dafür 8 Euro hinzulegen, wenn ich 8 Euro auch in
zum Beispiel nochmal einen Stapel Disketten investieren könnte, weil ich habe nur 10 Stück und ich könnte da nochmal so 8 bis 10 Euro für nochmal 20, 30 Disketten investieren. Oder ein, wenn ich es nochmal finde, nochmal eins finde, ein 5,5 Zoll Laufwerk für den PC, damit ich mit CPM ein bisschen besser arbeiten kann. Oder ein anderes Diskettenlaufwerk, wie auch immer. Oder halt auch Disketten direkt vom C64. Verkaufsdisketten. Gibt es auch einige für 3, 4 Euro. Bin ich noch am Überlegen, ob ich da nicht von irgendwie mal eine kaufe, damit ich das Laufwerk justiert kriege, beziehungsweise versuchen kann, es zu justieren, wenn es überhaupt noch möglich ist mit dem. Ansonsten ist das eigentlich nur noch für sich in sich selbst kompatibel mit den Disketten und nicht zu anderen Laufwerken, wenn ich das nicht justiert kriege auf eine Verkaufsdiskette. Dann kann ich das Laufwerk eigentlich nur austauschen, was aber noch schwieriger wird, weil da nichts mehr existiert für. Es wird ja nicht mehr verkauft. Oder für 1-200 Euro nochmal so ein Laufwerk, wo man dann auch wieder nicht weiß, wie ist der Zustand des Laufwerks. Die Laufwerke werden relativ hoch gehandelt. Also das A41, das 1541. Defekt um die 30 Euro. Funktionierend, aber nicht geprüft um die 50, 60 Euro. Geprüft, wie auch immer, an die 100 Euro für so ein Diskettenlaufwerk für den C64. Das 1571, da könnt ihr euch sicher sein, das ist, glaube ich, nochmal doppelt so teuer, weil das halt mehr kann als das ältere 1541. Und da kommt es auch darauf an, was das für ein 1541 ist. Ja. Gut, aber genug gesappelt, Video ist lang genug. Soll es reichen, das habe ich jetzt gemacht. Das läuft wieder. Dieses Riesenteil hier ist raus, brauche ich nicht. Ich könnte jetzt den hier auch noch mal auf die 5-Volt-Seite, aber die 5-Volt-Seite ist ja hier schon Schaltnetzteil. Ein DC-DC-Wandler, sagen wir es mal so. Das ist ja nichts anderes wie das hier, außer dass das eine Hochspannungs-DC auf Niederspannungs-DC macht und das ist hier ein Niederspannungs-DC-DC-Wandler. 24, 25, 27 Volt auf 5 Volt. Würde ich jetzt mal sagen. Ich wollte eigentlich noch mal gucken, was das für ein IC ist, was das noch so bietet. Aber das lasse ich dann so. Die 5 Volt Seite lasse ich so und die 12 Volt Seite kann wieder komplett original gebaut werden. Es ist bloß den rausnehmen, 9712 rein, Kabel umlöten, fertig. Dann ist das wieder original. Aber die Dinger sind ja nur, also die Dinger, die kosten 1 Euro oder Euro 50 und sind 10-mal besser. Werde ich mir noch mal für den Amiga das Netzteil. Muss ich mal gucken, was das für eins war, ob das schon Schaltnetzteil war oder noch die alte große Trafo-Geschichte. Für den Amiga vielleicht noch nehmen, 12 Volt, 5 Volt oder für den C64 die 5 Volt, das Netzteil auseinandernehmen, den L7805, der da drin ist, der wirklich Probleme macht, rausschmeißen. Auch so ein Ding da reinsetzen. Die 9 Volt können ja bleiben, der große Trafo, und dann ist das Netzteil auch wieder okay. Da muss ich nicht noch extra wieder ein Schaltnetzteil einbauen. Das ist ja auch nur ein DC-DC-Konverter, ein Step-Down-Regler. Mehr ist es ja nicht. Mehr brauche ich ja nicht. Ob ich nur eine hohe Eingangsspannung runterregel oder eine niedrige Eingangsspannung runterregel, bleibt sich ja gleich. Gut, da brauche ich kein extra Schaltnetzteil nochmal extra kaufen von Meanwell oder was, wo 400 Volt erzeugt werden, runtergeregelt auf was weiß ich und dann auf 5 Volt und 12 Volt und keine Ahnung was. Und muss dann noch ein extra 9 Volt Trafo mit einbauen, Wechselspannung. Wo ich jetzt im Übrigen den jetzt gerade nicht greifbar habe, doch hier, ich habe noch einen gefunden.
9 Volt, 1 Ampere. Vielleicht baue ich mir noch mal ein extra, also 1 Ampere reicht völlig, extra Netzteil für den C64 auf, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Gut, dann bis zum nächsten Mal und Daumen hoch nicht vergessen. Würde ich mich drüber freuen. Und abonnieren nicht vergessen. Ganz viele abonnieren nicht, aber gucken. Okay, dann tschüssi.